Moin und willkommen zu einem neuen Teil ETS 2. Ja, mein Singleplayer-Spielstand auf der Standard-Map mit allen Länder-DLCs. Und wir befinden uns mittlerweile in Riga. In der letzten Folge waren wir ja noch, glaube ich, hier unten irgendwo Vilnius. Ja, in Vilnius. Genau, dann bin ich übers Wochenende nochmal so ein paar Touren gefahren, war schon hoch bis nach Tampere. Und na, hier so kreuz und quer zurück. Wie gesagt, aktuell stehen wir in Riga. Ich habe schon mal die nächste Tour rausgesucht. Wir werden 12 Tonnen Knoblauch nach Tartu in Estland bringen. Und ja, nehmen die Fracht erstmal an. Ich habe auch mittlerweile einen anderen Auflieger hinter. Wenn wir mal den Kopf kurz aus der Scheibe schmeißen. Wir haben einen Schubboden hinter. Ja, ich habe zwischendurch zweimal den Auflieger gewechselt. Mal eben schnell ins Menü gucken. Nehmen wir mal die Weltkarte. Mal ganz einfach. Weiß gar nicht, war das in Vilnius? Genau, in Vilnius habe ich mir noch eine Garage gekauft. Da hatte ich denn das erste Mal den Auflieger getauscht. Und das letzte Mal hatte ich, glaube ich, in Tampere den Trailer getauscht. Ja, genau. Da habe ich den Schubboden dann hintergenommen. Also auch erst eine Tour mit dem Schubboden gefahren. So, da müssen wir hin. Da passt. Das müsste ein Arbeitsamt sein. LKW-Händler haben wir hier. Ja, entweder da oder da. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Auflieger getauscht. Kann ich hier nochmal eben reingucken. Der steht in Kiel. Damit sind wir vorm DLC herumgefahren. Damit sind wir ins DLC quasi reingefahren. Mit dem war ich jetzt zwischenzeitlich mal unterwegs. Den hatte ich anfangs auch falsch konfiguriert. Hatte den halt mit den Twistlocks genommen, also den Containerbolzen. Und jede Fracht, die man damit dann transportiert hat, hast du. Naja, hat man so einen Container drauf gehabt. Hat mir nicht so gefallen. Von daher den inzwischen zeitlich auch wieder umgebaut. Und ja, jetzt auf den umgestiegen. Und wir beginnen unsere Fahrt. Ja, ich bin so weit von dem DLC auch begeistert. Ist echt schön geworden. Und macht Spaß. Ja, können wir uns den Auflieger nochmal eben von hinten angucken, solange wie die Ampel da noch. Ja, irgendwie habe ich da noch was Falsches hinten am Auflieger dran kleben. Das muss ich auch nochmal in der Werkstatt umbauen. Wenn wir denn mal an einer vorbeikommen. Dazu jetzt extra Info zu einer Werkstatt fahren, muss auch nicht sein. So, dann hatte ich gestern ja eigentlich einen Livestream geplant gehabt. Hab den dann aber vormittags auch schon abgesagt, weil ich noch so viele andere Sachen auf dem Schirm hatte, die auch mal hätten erledigt werden müssen, wo ich denn aber leider Gottes auch nicht so zugekommen bin, wie ich mir das gedacht habe. Man hatte sich das zwar vorgenommen, denn aber doch letztendlich ein paar andere Sachen gemacht. Wie beispielsweise ja, so ein paar Kilometer hier im ETS noch gefahren. Boah, da war ich noch so 2, 3 Stunden angeln. Aber gut, von dem anderen Kram, den ich vorhatte und noch abarbeiten musste, ein bisschen was davon hat man auch geschafft, so ist das ja nicht. Ja, waren so LS-Mod-mäßig. Zwei Sachen habe ich nochmal so ein bisschen aktualisiert. Da nochmal eine neue Version von rausgebracht, beziehungsweise ja, halt bei meinem Krampel, da musste was gefixt werden und bei dem Case, ja, nochmal ein paar Sachen geändert.
Und beim John Deere Pack, das hätte Samstag eigentlich auch erst rauskommen sollen, aber da bin ich letzte Woche denn nicht so zugekommen, das fertig zu machen. Da gestern auch schon mal ein bisschen weitergemacht. Ursprünglich wollte ich es gestern noch fertigstellen. Ja, ist dann halt nichts von geworden. Auf jeden Fall nochmal zurück wegen den Livestreams. Generell, ich habe mir da jetzt auch nochmal so ein paar Gedanken zugemacht. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema bei mir, weil man es doch oft vorhat und das nicht immer unbedingt so klappt. Aber ja, wie gesagt, ich habe mir da Gedanken zugemacht und es wird jetzt in Zukunft einen regelmäßigen Termin geben, wo ich streamen werde. Und zwar wird das alle 14 Tage der Sonntag sein. Immer denn so, ja, Beginn 16 Uhr rum. Dann macht man so 2-3 Stunden und dann soll es auch reichen. Spontan Streams können dazwischen immer wieder mal passieren und ja. Auch wenn ich mir da jetzt so einen festen Termin für ausgewählt habe, was man auch dazu sagen muss, es kann natürlich immer wieder sein, dass denn trotzdem mal ein Stream ausfällt, weil ja, verschiedene nicht unbedingt beeinflussbare Sachen passieren können. Sagen wir mal, das Internet haut an dem Tag denn mal nicht so unbedingt hin. Kann ja nun mal vorkommen, dass es da Probleme mit gibt. Oder ja, bei mir macht die Gesundheit mir da so einen kleinen Strich mit durch die Rechnung. Das kann ich halt auch nicht beeinflussen und das muss man dann halt so nehmen, wie es kommt. Aber ich will es auf jeden Fall versuchen hinzukriegen. Und dann schauen wir einfach mal. So, Leute, dann haut mal auf das Zeug. Ja, 326 Kilometer zeigt er mir jetzt an. Dann wollen wir die mal heute in Angriff nehmen. Da sieht frei aus. Halt erst hier gucken, da ist auch frei. Passt. Ja, dass das immer so unbedingt frei oder die Strecke frei ist, auch wenn es erst so aussieht, das hat man in meinem letzten Stream auch gesehen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Man guckt zur einen Seite, ist alles frei, guckt eben zur anderen Seite, will losfahren und zack, kracht einen dann schon einer in die Karre. Jetzt hatte ich vorhin so viele Sachen, über die ich hätte sprechen wollen. Und jetzt fällt mir davon nichts mehr ein. Beziehungsweise ja doch, es fällt einem schon ein, aber alles heikel. Da sind Sachen bei, da sollte man vielleicht auch einfach besser gar nichts zu sagen. Das Problem ist immer, wenn das denn die
ja, in Anführungsstrichen richtigen Leute hören und das dann auch in den falschen Hals kriegen. Das ist dann auch alles nicht so schön. Vor allem manche haben ja auch wirklich das Talent, generell alles, was man sagt, falsch aufzufassen. Und das nicht, weil man sich vielleicht irgendwie ungünstig ausdrückt oder so, sondern weil die das halt einfach auch falsch verstehen wollen, um da irgendwo Stress und Ärger hervorzurufen. Wäre jetzt aber, oder ja, ist generell dann auch so eine Thematik, die eher irgendwo mit Richtung LS hingehören würde. Von daher brauchen wir da jetzt hier eigentlich auch gar nicht so unbedingt weiter was zu sagen. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das mit den ETS denn so in Zukunft weitergeht. Ich denke mal, das nächste Länder-DLC wird uns dann wieder gegen Ende nächsten Jahres erwarten. Auch so, ja, wieder so Ende November, Anfang Dezember rum. Wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, war das ja über die letzten 2, 3 Jahre gesehen ja auch mal so. Und ja, da kann man auf jeden Fall schon mal gespannt sein, was denn da als nächstes so kommt und auf dem Plan steht. Manche munkeln ja schon, dass das so Richtung Südeuropa gehen soll, oder Südeuropa. Naja, halt so Spanien, Portugal ist bei dem einen oder anderen ein starkes Gerücht. Aber wie ich auch immer sage, solange SCS sich da nicht irgendwie zu äußert oder was bekannt gibt, sind das halt auch alles nur Gerüchte und Mutmaßungen, wo man nicht unbedingt was drauf geben muss. Ja. Auf jeden Fall soll ja noch mal irgendwann der MAN TGX kommen, der Euro 6. Auch irgendwie so ein leidiges und nerviges Thema, wo viele auch mal ganz gerne drauf rumreiten. Ich persönlich vermisse den jetzt hier nicht unbedingt, ich brauche den auch nicht unbedingt. Sage ich auch so, wie es ist. Ne? Ich meine, ich finde MAN so ja nun an sich auch nicht unbedingt schlecht, aber ob der jetzt hier mit im Spiel ist oder nicht, das macht für mich keinen wirklichen Unterschied. Weil, ja, ich bin halt doch eher ganz stark mit so einem gewissen schwedischen Hersteller verbunden. Ich glaube, das ist auch ganz schwer zu merken. Ja, der Renault T ist ja auch immer wieder so ein Gesprächsthema, wann der denn nun endlich kommen würde und was damit los ist. Ja, auch noch so ein weiterer LKW, auf den ich verzichten kann. Erstmal ist Renault ja generell schon mal so eine ein bisschen komische Marke. Wie gesagt, ist jetzt alles nur so aus meinem persönlichen Geschmack und meiner persönlichen Ansicht. Da soll ja jeder auch meinen, was er möchte, und dann ist auch gut. Aber ja, Renault mag ich an sich, ja, den alten Magnum, den fand ich auch noch ganz schick. Den neueren nachher nicht mehr so unbedingt. Und ja, diesen Renault T. Sieht einfach nicht schön aus.
Ja, und dann war von SGS nochmal irgendwann bei denen im Livestream wohl das Gespräch davon, dass nochmal so ein Tuning-DLC kommen soll, also so ein Anbauteile-DLC für irgendeinen der LKW-Marken. Ich meine, Scania und DAF können wir auch schon mal ausschließen, weil das gibt's ja schon. Und ja, da ist halt die große Frage, für wen wird es denn noch was geben? Oder ist geplant, dass was kommt? Also, ja, wenn man mich danach fragt, ich würde sagen, entweder für Mercedes, MAN oder Volvo. Iveco würde ich, ja, Iveco und Renault würde ich da eher ausschließen. Da gibt das nicht allzu viele Teile für, auch im Realen nun mal nicht. Und die sind im Realen auch ja, so zum Herrichten nicht unbedingt so beliebt. Klar gibt es da auch so den einen oder anderen, aber ist doch verdammt wenig. So, und da vorne haben wir eine Werkstatt, da können wir da mal eben kurz anhalten. Mal am Auflieger was ändern. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber irgendwo muss ich mich da verklickt haben. Aber das sollte da nicht sein. Also das hier. Was nehmen wir denn mal? Habe ich da ja schon, ne? Ja gut, das ist ein anderes. Machen wir das ganz einfach. Wenn wir schon mal da sind, können wir das auch noch gleich mitmachen. Fertig. Ja, der tolle Mähdrescher mit der Vorderradlenkung. Müsst ihr mal, wenn ihr das selber spielt, darauf achten, wenn der irgendwo rumfährt und ihr vielleicht ein bisschen Zeit habt, oder gut, vielleicht habt ihr ihn auch gerade mal zufällig dann vor euch. Aber wenn ihr ein bisschen Zeit habt, fahrt ihr mal hinterher und wartet, bis er irgendwo abbiegt. Das gute Stück lenkt mit den Vorderrädern. Wenn es dann immer noch derselbe ist wie das eine Mal. In Frankreich hatte ich das gesehen. Das sah schon komisch aus. Ja, auch diese ganzen Tankstellen und Parkplätze hier unterwegs, oder die Rastanlagen, nennen wir es jetzt einfach mal so,
Die finde ich auch ganz schick geworden. Auf jeden Fall besser als das, was damals so ja, standardmäßig im ETS vorhanden war. Ich glaube, ab dem. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das da im Skandinavien-DLC. Ja, da gab es auch schon so ein paar andere. Die waren aber jetzt auch nicht unbedingt so super hübsch und aufwendig gemacht. Ich meine, das fing nachher mit Frankreich an, wo die ganzen Rastanlagen zumindest an den Autobahnen schon wesentlich interessanter wurden. Einfach rein optisch. Und ja, mit dem Italien-DLC kamen dann nochmal ein paar andere dazu. Die waren jetzt auch so nicht unbedingt schlecht. Aber das, was hier so ist, ja. Das ist dann auch schon mal wieder eine andere Hausnummer. Ach so, generell auch. Es gibt viele schöne Ecken, wo man hier lang fahren kann. Also es ist so, ja. Ob es jetzt alles so unbedingt authentisch ist, will ich gar nicht mal unbedingt sagen oder behaupten. Weil ich war da oben in der Ecke noch nie unterwegs. Im echten Leben. Aber ja, es ist halt so typisch. So von der Landschaft her, den einzelnen Häusern, auch so diesen verfallenen Gebäuden. Es ist halt irgendwo das, was man auch teilweise aus dem Fernsehen an sich kennt und so, wie man sich das da auch vorstellt. Also ja, es kommt schon irgendwie das richtige Feeling dabei auf. Genauso wie man da in Frankreich oder durch Italien fährt. Oder oben in Norwegen unterwegs ist. Ja, dann wollen wir auch noch mal hoffen, dass das denn eventuell nicht allzu lange dauert oder nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, dass die dann Deutschland jetzt auch nach und nach wieder ja, aufhübschen, moderner machen oder ja, den Rest der DLCs halt entsprechend angleichen. Sie haben es ja vor, sie wollen es machen. Und ja, hatten ja auch gesagt, das Ganze dann halt nach und nach und Stück für Stück. Ja, sollen sie denn aber halt auch nicht nur für Deutschland machen, dann müssen sie generell mit der kompletten Basiskarte machen. Und wenn das denn alles durch ist, dann ist es auch wirklich ein richtig schickes Spiel. Momentan ist denn ja, ja, wenn man so alle DLCs mit dabei hat, dann ist halt, sind halt die Länder und Städte, die vom Basisspiel herkommen, ja, vom Basisspiel und vom Going East DLC, das sind dann doch mittlerweile so die Schandflecken in dem Spiel, würde ich mal sagen. Passt halt einfach nicht mehr zum Rest. Und, das muss man SCS ja auch mit zugute halten, die entwickeln sich ja nun mal auch stetig weiter. Sie greifen ja auch viele Community-Wünsche auf, das auf jeden Fall. Was andere Spielehersteller ja auch machen oder versuchen, aber dann da irgendwie bei der Umsetzung immer wieder scheitern. Und was man SCS auch ganz deutlich zugute halten muss, ist, wenn die denn so ein DLC auch rausbringen, es läuft einfach. Also es sind teilweise auch wirklich große Erweiterungen mit vielen Neuerungen, aber es gibt da keine wirklich nennenswerten Probleme mit. Also ja,
Man kann sich da, wenn es was Neues gibt, das wirklich problemlos runterladen, reinhauen und weiterspielen, ohne dass man mit diversen Problemen rechnen muss und sich da denn erst die erste Zeit da mehr ärgert als Spielspaß dran hat. Ich meine, gut, klar, das Spiel an sich ist ja nun auch schon einige Jahre alt. Ja, man kann da dann auch schwer andere Vergleiche dazu ziehen, als wenn man einen neuen Spieltitel rausbringen würde. Ja. Wie gesagt, sie bauen ja auch immer wieder viele neue Sachen mit dem Spiel ein und ich glaube, da wird dann entsprechend auch schon so ein bisschen mehr getestet. Ja, deutlich mehr getestet, würde ich mal so sagen. Weil die ja auch damals, wo der ETS 2 erstmals released wurde, doch auch so einige Probleme hatten. Und aus den Fehlern der Vergangenheit haben sie definitiv gelernt. So, mal gerade rüber geguckt, wir sind von der Zeit her ja auch ganz gut mit bei. Aber wir haben auch nur noch 26 Kilometer. Von daher passt das schon. War noch grün. Ja, dann bin ich auch mal gespannt, was uns da für eine Abladestelle erwartet. Auf jeden Fall bin ich jetzt auch wieder dabei, an den Steam-Errungenschaften zu arbeiten. Jetzt erstmal vorrangig alle, die hier das DLC betreffen. Da gibt es so einige zu erreichen. Da arbeite ich erstmal an denen, dass ich mal in allen Orten gewesen bin. Sprachfindungsstörung so ganz leicht. Ja, erstmal dran arbeiten, in allen Orten gewesen zu sein und ja, da nebenbei ergibt sich dann auch schon so das ein oder andere zusätzlich mit dabei. Und dann kann man im Anschluss ja, weiter am Rest noch mitarbeiten. Ja, vom Firmennamen her und wenn ich das jetzt so sehe, dass das irgendwo auch in unserem Wohngebiet ist, kann die Abladestelle wohl irgendwie was Supermarktmäßiges sein.
Da scheint das irgendwo zu hängen. Zu sehen ist aber nichts. Ja, hör auf zu hupen, ich kann auch nichts machen. Ach, ja, kann ich auch. Ach, Herrgott. Da hat man sie gerade noch gelobt und dann hat man sowas. Also normalerweise hätte er da ja nirgendwo hängen bleiben dürfen oder können, war ja nur noch nichts zu sehen. Also denn auch eindeutig weniger meine Schuld. Da muss irgendwo was mit einer Kollision nicht unbedingt hinhauen. Ja. Aber das passt. Dann weiß man nächstes Mal, wenn man hierher fährt, einfach ein bisschen weiter ausholen. Ich meine, ihr habt das ja gesehen. Ich war ja auch noch nicht mal am Bordstein dran. Der war ja noch weit weg. Denn ist das Blöde, hast du direkt so einen PKW ja, hinter dir stehen und die fahren dann ja auch nicht zurück. Die kriegst du auch nicht dazu bewegt, dass die dann selber mal irgendwie ein Stück zurücksetzen. Und da kommst du dann halt selber auch schlecht aus der Situation wieder raus. Gut, aber ja, damit kommen wir für heute auch zum Ende. Ich hoffe doch, dass es euch mal wieder gefallen und Spaß gemacht hat. Und dass ihr denn auch beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Bis denne, tschüss.